Das zweite Beispiel zum Spannungstensor behandelt einen Spannungsvektor T für einen gegebenen Schnitt. Der Schnitt ist dabei durch den normalen Vektor n vorgegeben. Außerdem sind die normale und tangentiale Komponente dieses Spannungsvektors zu bestimmen. Man legt einen Schnitt rein ins Material, jetzt hat man halt irgendeinen Materialpunkt dargestellt irgendwie als Würfel und rechnet den Spannungsvektor aus für einen bestimmten Schnitt. Sie kennen die normalen Richtung für die Schnittfläche und dann können Sie den Spannungsvektor ausrechnen. Also wie geht es? Der Spannungsvektor für diesen gegebenen normalen Vektor n. Also vielleicht zeichnen wir es nur kurz her. Wenn Sie das Material sich so als Würfel vorstellen, dann würde das geometrisch bedeuten, dass Sie halt da eine Fläche haben, die Schnittfläche, und der normalen Vektor eben hier normal auf diesen Schnitt steht und eben dadurch angibt, wie der Schnitt drinnen liegt im Material. Da ist wieder lineare Algebra. Wenn man an die lineare Algebra denkt, wie kriegt man sowas zusammen? Also wie kann man sozusagen konkret diesen Spannungsvektor ausrechnen? Also Skalarprodukt, ja? Immer Skalarprodukt für ein Objekt mit einem eine Dimension drunterliegenden, in dem Fall halt Matrix und Vektor, liefert die Projektion auf die Fläche, in der dieser normalen Vektor liegt, also die er angibt. Sie ist wie wenn Sie Komponenten von einem Kraftvektor ausrechnen. Da projizieren Sie auch auf die Koordinatenrichtungen, indem Sie mit den Koordinatenachsen skalar multiplizieren. Das ist nur eine Dimension höher. Sie projizieren einfach auf die Fläche und dadurch kriegen Sie einen Vektor raus. So, das heißt, unser Spannungstensor ist da oben ja angegeben und den multiplizieren wir skalar mit diesem Vektor n, das ist 2 Drittel minus 2 Drittel 1 Drittel. Der muss natürlich Einheitsvektor sein, anders geht das nicht, aber das ist eh sichergestellt, wie Sie sehen, wenn Sie das Quadrat bilden. Wenn wir das ausführen, kriegen wir da, ich schreibe es gleich ausgerechnet hin, also 7 mal 2 Drittel minus 2 mal 1 Drittel sind 4 insgesamt, dann die 5 mal minus 2 Drittel sind minus 10 Drittel und da haben wir 0, minus 4 Drittel plus 4 Drittel und das sind natürlich wieder Megapascal, weil der normalen Vektor ja keine Einheit hat und ein Einheitsvektor ist. Und das ist dieser Spannungsvektor, der die Projektion des Spannungstensors auf die Schnittfläche angibt. Wie rechnet man jetzt die normale und tangentiale Komponente von dem Ding aus? Also Sigma, ich nenne es Sigma, einfach nur, Skalar, ganz genau, also den Spannungsvektor selbst muss man transponieren. Das rechnen Sie halt einfach aus, also sozusagen, ich schreibe es einmal her, 4 minus 10 Drittel 0 ist der transponierte Spannungsvektor. Und den multiplizieren wir mit dem obigen normalen Vektor, 2 Drittel minus 2 Drittel 1 Drittel. Alles summiert ergibt natürlich ein Skalar, muss es ja, sind es 44 Neuntel. Immer noch Megapascal. Und dieses Sigma, das ist der Betrag der Normalspannung in der Schnittfläche drinnen. Also sozusagen die Normalspannung in der Schnittfläche. Und das andere, die Tangentialkomponente, was wird das dann sein, physikalisch gesehen? Ja, die Schubspannung, hätte ich gesagt. Tangential dazu ist die Schubspannung, deswegen nenne ich es auch gleich Tau. Und die rechnet man am leichtesten aus, indem man wieder den Pythagoras bemüht. Nämlich die Schubspannung zum Quadrat muss sein der Spannungsvektor zum Quadrat minus diese Normalspannung zum Quadrat.
Wenn Sie den Spannungsvektor quadrieren wollen, was müssen wir dann wieder tun? Das ist auch immer so eine Frage. Was ist der Spannungsvektor zum Quadrat? Skalarprodukt wieder, ja. Gleiches Schema wie vorher. Wir brauchen einen Zeilenvektor und den müssen wir skalar multiplizieren mit dem Spaltenvektor, mit dem gleichen, dann haben wir das Quadrat. Und da kommt irgendwie 16 plus 100 Neuntel raus. Jetzt einmal noch ohne irgendwelche Einheiten. Die schreiben wir dann wieder am Ende dazu. Das heißt, das T-Quadrat ist dann, schreiben wir es einmal her, 16 plus 100 Neuntel, 44 Neuntel zum Quadrat, ist das Sigma-Quadrat und das auf gleichen Nenner gebracht und addiert, sollte dann 260 81stel ergeben. Für das Quadrat der Tangentialkomponente und die Tangentialkomponente, also die Schubspannung selbst, können Sie dann noch was rausheben, ist 2 Neuntel mal Wurzel 65 oder halt die Wurzel aus 260, 81stel. Aber Sie können das oben, die 260 darstellen, als 4 mal 65 und den 4er dann rausheben und unten auch von die 81 von 81 die Wurzel ziehen und die 9 rausheben, dann schaut es ein bisschen schöner aus. Ja, das ist der Betrag der Schubspannung in dem Schnitt.